Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Weiß. Beim letzten Mal haben wir Twindrag City ein wenig erkundet und eine kleine Geschichtsstunde erfahren über die Legende von den beiden Drachen-Pokémon der einer Region, also die legendären Drachen-Pokémon, Zekrom und Reshiram, und sind hier nun auf Route 10 stehen geblieben. Und ja, wir wollen sie nun noch zu Ende erkunden und uns dann so langsam in die Arena begeben von Twindrag City. Denn wir wollen uns ja auch so langsam mal unseren 8. Orden holen und zur Pokémon Liga zu kommen. Also wir wollen zur Pokémon Liga und Champ werden. Und wir wollen natürlich auch erfahren, schafft es N tatsächlich, Lauro, den aktuellen Champ, zu besiegen? Auch das wollen wir erfahren. Und falls er es tatsächlich geschafft hat, müssen wir ihn ja aufhalten. Und dafür müssen wir erst einmal zur Pokémon-Liga kommen. Und um dahin zu kommen, was braucht man dafür? Natürlich, alle 8 Arena-Orden. Und ja, dafür müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen trainieren. Na gut, trainieren müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Leveltechnisch sind wir eigentlich gut dabei. Aber ja, ich habe mir ja erstmal gedacht, tun wir diese Route hier noch abschließen und erstmal erkunden. Und genau dafür sind wir nun hier. Ja, dann könnte ich euch noch ein bisschen was über die Stadt erzählen. Eben Twindrag City. In Pokémon Weiß und Schwarz unterscheiden sich beide die Stadt Twindrag City ein wenig. Das habe ich ja im letzten Part schon mal ein bisschen angeschnitten. In Pokémon Weiß ist die Stadt eher ein bisschen traditioneller orientiert. Also sieht ein bisschen altmodischer aus im Prinzip als jetzt in Pokémon Schwarz. Denn in Pokémon Schwarz ist sie ja ein wenig futuristischer. Ich wollte jetzt schon Futurama sagen, die Sendung. Aber nee, das ist das nicht. Ja, das wäre ein Unterschied. Dann gibt es noch in der Musik, die in der Stadt spielt, ebenfalls einen Unterschied. In Pokémon Weiß ist sie ja ein bisschen altmodischer so gesehen angelegt. Wir haben es ja gehört mit diesem, mit dieser Flöte und diesem, ja, Streichinstrument, glaube ich, ist das. Das ist in Pokémon Weiß, und in Pokémon Schwarz ist sie ja ein bisschen neumodischer. Also dort ist beispielsweise so ein kleiner Elektrobeat drin, soweit ich noch weiß. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich Pokémon Schwarz gespielt habe. Und ja, sie ist halt ein bisschen neumodischer und zukunftsorientierter. Was gibt's sonst noch? Ja, die Arena-Leiter. Je nachdem, welche Edition man spielt, kämpft man gegen einen anderen Arena-Leiter. Wir spielen hier Pokémon Weiß. Und da kämpfen wir gegen Lysander. Oder war das Lysander? Ich meine schon. Jetzt täusche ich mich da am Ende noch. Aber ich glaube, wir kämpfen hier gegen Lysander und Pokémon Schwarz gegen Lilia. Kann das sein? Können wir doch eigentlich nachgucken. Nee, hier kämpfen wir gegen Lilia, okay. Dann kämpfen wir hier gegen Lilia und in Pokémon Schwarz gegen Lysander. Wäre das auch geklärt, okay. Was gibt's noch? Ja, ich habe mir ja immer ein bisschen was aufgeschrieben. Nebenbei hat mir den Finsterstein, so könnten wir ein Laternecto entwickeln.
Ja gut, Lichtel muss sich erstmal entwickeln, damit der Finsterstein Wirkung erzielt. Zu Laternecto und mit dem Finsterstein würde das sich entwickeln. So, dann hätten wir jetzt auch diese Route erstmal abgeschlossen. Ich schaue jetzt noch kurz meine Pokémon. Nebenbei könnte ich mal im Pokémon Center auch noch die Leute da ansprechen. Ich glaube, da gab's. Die hatten wir nämlich noch nicht angesprochen. Ja, Musik ist anders. In Pokémon Weiß wohnen sogar mehr Leute als in Pokémon Schwarz. Offenbar, also laut PokeWiki. In Pokémon Schwarz sollen 46 Menschen in der Stadt wohnen. Und in Pokémon Weiß leben in etwa, wie viel waren es? 52 Leute. Also auch da gibt es einen Unterschied. Und ja, hier in Pokémon Weiß spielt hier diese Frau mit ihrem... was spielt sie da? Violine. Und in Pokémon Schwarz ist da ein anderer Typ, also ein Junge, der so eine Art Synthesizer-Instrument oder was auch immer da spielt. Da gibt es also auch einen kleinen Unterschied in dem, was ja, man da zu hören hat. So, und da sind wir nun auch mal in der Arena angekommen von Twinrack City. Nebenbei, der Name stammt eigentlich... Ja, der Name Twintrack City heißt so gesehen Zwillingsdrache. Twin, Zwilling, Drake, Drache. Oh, das wird jetzt interessant. Wir sind beide auf Level 41. Okay, das da ist sogar schneller, das ist blöd. Wenn das jetzt Rivalität hat, hätten wir einen Vorteil. Egal, wir wollen hinten so oder so. Das ist doch schön. Und ja, zu den Arena-Leitern noch kurz was. Nein, Drachenputz bringe ich dir nicht bei. Du greifst eh physisch eher an. Die Arena-Leiter sind zwar unterschiedlich, haben aber die exakt gleichen Teams. Also die gleichen Pokémon im Team. Der einzigste Unterschied dort ist das Geschlecht der Pokémon, die sie haben. Lysander hat, glaube ich, ein komplett männliches Team. Also sein gesamtes Team besteht aus männlichen Pokémon. Und Lilia hat dementsprechend komplett nur weibliche Pokémon im Team. Da kann man sich dann halt auch ein bisschen vielleicht darauf einstellen, falls man sich da überhaupt darauf einstellen kann. Ja gut, ein bisschen vielleicht mit wer auf Anziehung oder Rivalität spielt. Der kann da ein bisschen drauf achten, aber ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu beachten. Das Geschlecht ist ja in der Regel eher nicht zu beachten. Das ist ja, ja, außer wenn man Rivalität hat oder Anziehung nutzen möchte. Das sind eigentlich die einzigsten Unterschiede, wo das Geschlecht wirklich Auswirkungen hat. Gut, klar, auch optisch inzwischen. Manche Pokémon sehen in eher männlichen Form anders da aus als in der weiblichen, also wenn sie weiblich sind. Und andersrum halt auch. Beispielsweise Wooing genau, wie es im Anime ja immer macht. Sieht im Spiel... Also das Männliche ganz normal, wie man es im Anime auch gekannt hat. Und das Weibliche hat so gesehen so einen Lippenstift. So einen roten Lippenstift. Im Mund. Und das sieht man dann halt auch. Das ist so der Unterschied da. Beim meinem Signature-Pokémon, bei meinem Knackrack, gibt es auch so einen kleinen Unterschied, nämlich an der Rückenflosse, die man hinten sieht. Da... Ist das beim männlichen... Ach du Scheiße, das war nicht mal ein Crit. Oha. Da ist es beim männlichen so, dass da die so
Ja, so Kratzer. Na gut, keine Kratzer. Das ist so gesehen, als ob da was kaputt wäre. Also, die ist nicht komplett. Ja, ich glaube mein lieber Karipas. Also, als ob da ja was abgerissen worden wäre. Und bei der weiblichen Version ist die komplett ganz. Also da gibt es keinen Unterschied. Na gut, klar, ein Unterschied schon, aber da ist halt alles ganz und nichts irgendwie kaputt oder aufgerissen. Vielleicht sollte es einfach darstellen, dass die männlichen Pokémon mehr, also dass die männlichen halt mehr eher Kämpfer sind und die weiblichen nicht. Soll das irgendwie so in der Art was darstellen? Was anderes könnte ich mir dahingehend jetzt nicht vorstellen, warum das bei denen so ein Unterschied ist. Ist halt nur minimaler, aber Unterschied ist Unterschied. Das war jetzt knapp. Lieber Pokémon heilen. Oh, ich könnte mal wieder ein paar Tränke kaufen. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Na gut, Hypertränke haben wir auch noch genug, von daher, das sollte ausreichen. Da brauchen wir uns jetzt eigentlich keine Gedanken drüber zu machen. Ja, ich hoffe, wir schaffen es noch bis zu Lilia. Weil jetzt nur die Arena-Trainer hier zu klatschen, wäre auch ein bisschen langweilig. Okay, wir haben noch einen Teil von Note 10 erkundet. Aber das war jetzt eigentlich auch nicht so viel. Von daher, die Arena würde ich schon noch gerne machen, aber wenn ich mir die Zeit so ansehe, 12 Minuten, könnte knapp werden. Aber wir werden mal schauen. Ich glaube, so viele Trainer gibt es hier auch gar nicht mehr. Vielleicht noch nach dieser hier, was weiß ich, 3 Trainer in etwa. Könnte vielleicht hinkommen. Ja gut, das hat natürlich eben auch schon erklärt, den Schaden. Bei... Hat das nicht auch Rivalität? Wenn ja, kann ich mir das erst recht vorstellen, dass das so viel Schaden macht. Weil Rivalität wirkt so, dass wenn man mit einem Pokémon gegen... Also wenn man gegen ein Pokémon des anderen Geschlechtes kämpft. Beispielsweise mit einem weiblichen Pokémon gegen einen männlichen. Ich hätte mal einen Flambiex heilen sollen. Nein! Ja, wenn man mit einem weiblichen Pokémon gegen einen männlichen kämpft, dann erhöht sich so gesehen der Angriff. Wenn man mit einem weiblichen gegen ein weibliches Pokémon kämpft, dann wird der Angriff gesenkt. Auch da muss man halt ein bisschen drauf achten, weil ansonsten hat man ein kleines Problem. Und wir haben jetzt auch ein kleines Problem. Chadrago ist jetzt zwar nicht das allerbeste Pokémon, aber schwach ist es nicht. Also es hat schon einen recht guten Angriff, muss man sagen. Von daher kann das schon ein bisschen gefährlich werden. Aber ich glaube, der Rest seiner Werte ist jetzt nicht so der allergrößte Bringer. Ja gut, es hat eine Rauhaut, das ist natürlich blöd. Da setze ich mal lieber Surfer ein. Das war knapp. Okay. Heilen. Sonst ist Karipas gleich weg. Schön KP heilen, du zermürbst mich, mach das mal, soll mir egal sein. Bei Steinhagel sollte Rauhaut hier eigentlich nicht wirken. Man trifft es ja nicht körperlich. It's a crit! Super! Und das war's auch für Chadrago. Blaze erreicht Level 47, das freut mich doch. Gut, hätten wir den auch schon mal geklatscht. Ja, ich erinnere mich noch an 2 Trainer. Also ich glaube, der da unten, gegen den hatten wir noch nicht gekämpft. Und ein Veteran erinnere ich mich noch. Ich glaube, dann war es das aber auch.
So, mit wem kämpfe ich jetzt mal? Ich glaube, Rabigator. Das kann nicht schaden. Rabigator ist ein starkes Pokémon. Das sollte eigentlich einiges reißen können. Ja, meine Stimme hat sich so langsam wieder erholt von den ganzen Gezis, Geschwafel. Ganz hundertprozentig vielleicht noch nicht, aber so, es geht wieder. Aber das war ja schon ein bisschen krass irgendwie, wie viel einfach mal nach der siebten Arena an Geschwafel kommt. Gerade was Gezis angeht, der labert einen ja komplett voll. Na, das hätte vielleicht nicht machen sollen, hier drin bleiben. Weil das kann auch Kampfattacken, sowas wie Kraftkoloss oder zumindest Vergeltung, und das kann wehtun. Von einem Shadrago. Na gut, Drachenklaue, okay. Mach du mal. Au. Auch noch ein Crit. Ein Dampfwald sehe ich dich halt. Hoffentlich reicht das. Jo, gut. Reicht. Und weg mit dir. Okay, gegen Scharfax sollte ich mal lieber wechseln. In wen? Ich würde sagen Voltula. Drachenattacken können zwar Voltula auch schon ganz schön wehtun, aber Voltula kann dafür mit seinem Donnerblitz auch ganz schön Schaden machen. So ein Step-Donnerblitz tut eben auch weh. Auch einem Shadrago. Oder einem Scharfax. Jetzt habe ich den Namen schon verwechselt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist Scharfax genauso schnell jetzt? Nein, wir sind im Tötz plus 1 bei Scharfax schneller als das halt. Interessant. Connor wurde besiegt. Hey Connor, what's up? Ne, zwei Trainer gibt es hier wirklich noch. Okay, ich glaube, mit der Arena wird es heute nichts mehr. Also mit dem Arena-Kampf. Oh, ich muss nochmal zurückgehen. Na doll. Weil wir sind jetzt bei 18 Minuten und ich glaube, da wird das nichts mehr mit dem Arena-Kampf. Wie gesagt, überziehen will ich halt nicht zu sehr. Also längere Parts als 27 Minuten oder so. Also so eine Differenz von 2-3 Minuten maximal kann ich noch durchgehen lassen. Aber mehr will ich dann auch nicht. Einfach weil es halt auch dann länger mit dem Bearbeiten dauert. Das Rendern und alles, das dauert dann halt länger. Weil die Dateien größer sind. Und dementsprechend dauert das halt auch alles länger. Und da habe ich dann halt auch nicht so die Lust. Deshalb mache ich dann lieber etwas kürzere Parts. Aber wenn ich dafür dann halt ein bisschen weniger erreiche, als es eigentlich möglich wäre. Aber da müssen wir dann halt auch mal durch. Hilft halt alles nichts. Ja, die Bearbeitung vom letzten Part war auch ein bisschen nervig. Man hat es vielleicht ein bisschen rausgehört, dass ich das Ganze bei der Audio halt von mir ein bisschen komisch angehört hat, teilweise vielleicht mal. Also ab und zu mal. Einfach weil ich da wirklich dermaßen viel an Sachen rausschneiden musste. Also nicht richtig schneiden, sondern halt stumm machen. Weil man da halt sehr oft meinen Atem gehört hat und das ziemlich laut. Und das wollte ich euch dann halt auch nicht antun. Dass ihr ständig meinen lauten Atem in der Audiospur hattet. Deshalb habe ich das halt soweit es geht rausgeschnitten. Ist halt das Blöde bei dem ganzen Gelabere die ganze Zeit. Wenn man so viel vorlesen muss, war ja größtenteils bei
Laudo. Na gut, nicht Laudo, sondern bei Gezis und all. Dass man dort schon mal eine ganze Menge reden musste. Und eben daraus seine Stimme verstellen musste. Na gut, müssen tue ich das nicht, aber man kann ja keinen alten Mann mit einer oder ein kleines Mädchen mit einer jungen Stimme eines 18-Jährigen synchronisieren. Das passt nicht so ganz. Man könnte es machen, klar, aber ob es jetzt passend ist, ich weiß es nicht. Ja, dann müsst ihr vielleicht mal schauen, ob ich da meine Stimme ein bisschen besser anpassen kann. Damit es nicht so kratzig ist bei mir in der Stimme. Und allgemein bin ich ja auch aktuell dabei, meine Stimme, also meine Audioqualität ein bisschen zu verbessern. Ich habe versucht, ein bisschen bei Outer City in den Einstellungen was auszuprobieren. Auch mal ein neues Plugin installiert, womit ich versucht habe, ein bisschen die Qualität zu verbessern. Natürlich nur so weit, dass sich meine Stimme und all natürlich anhört. Aber trotzdem, dass sie sich auch besser anhört. Also natürlich und besser, klanglich und qualitätsmäßig her. Dass da keine Störgeräusche drin sind, soweit es geht, die ich dann ausfiltere. Oder halt, dass sie sich ein bisschen angenehmer anhört. Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen versuchen, ja, selbst beim Reden ein bisschen darauf zu achten, dass sich das Ganze angenehmer anhört. Müsste ich... Au! Das tat weh! Ja, damit es sich dann auch alles besser anhört und halt auch angenehmer ist zum Zuhören. Aber das dauert halt auch ein bisschen mit der Zeit, kommt das natürlich, denke ich mal, aber ja, das dauert halt auch ein klein wenig. Aber man muss ja auch bedenken, das hier ist jetzt erstmal mein allererstes Projekt wirklich. Und da muss ich halt auch noch ein bisschen dran feilen. Aber man kann ja eigentlich so sagen, kein Let's Play ist perfekt. Kein Let's Play ist perfekt. Und gerade das erste Projekt von einem, viele sind damit nie zufrieden. Also das allererste Projekt komplett perfekt hinzukriegen. Ich würde sagen, das geht nicht wirklich. Also jeder Let's Player, den ich so kenne, der war mit seinem allerersten Projekt nie wirklich hundertprozentig zufrieden. Von daher, ja, ich würde sagen, es ist okay, aber verbesserungswürdig. Aber das wird mit der Zeit, denke ich mal, auch alles kommen. Wenn ich dann vielleicht noch bessere Ausrüstung habe, ein bisschen mehr Gewohnheit hieran habe und so weiter. Also das wird noch kommen. Da bin ich mir sicher. Das wird noch besser. Ja, die Zeit ist, der Part ist damit nun zu Ende. Sind bei 24 Minuten rund angekommen. Beim nächsten Part werden wir dann gegen Lilia kämpfen und dann mal schauen, wie es da weitergeht. Dann werden wir uns wahrscheinlich so langsam Richtung Siegestraße begeben. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie lange das dauern wird. Ich denke mal, so 2-3 Parts wird die Siegestraße auf jeden Fall kosten. Aber das werden wir dann alle sehen. Ja, das soll es dann aber erstmal für heute mit Pokémon Weiß gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch ein klein wenig gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann eben, wie gesagt, gegen Lilia kämpfen. Und uns den 8. Orden hoffentlich schnappen. Und bis dahin, ciao ciao Leute.